Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Snapshot Review. Heute zu 14W02. Ich wollte gerade schon 13W wieder sagen, aber es ist ja ein neues Jahr. Dadurch hat sich ja die Zahl vorne geändert. Mojang arbeitet derzeit an der Version 1.8 und an neuen Features. In diesem Update haben sie sich zwei Arten von Sachen spezialisiert. Sie wollen einmal Survival-Gameplay wieder ändern und ein paar Improvements, also irgendwelche Verbesserungen noch dazu machen im Spiel. Zu Survival gehört zum Beispiel, dass wir drei verschiedene neue Steinarten haben. Dazu gehört der passende Cobblestone dazu und der normale Cleanstone, der in den Felsen irgendwo, in Höhlen, in halt überall zu finden sind. Wie gesagt, wir haben hier Cobblestone, also wenn man den hier abbaut, kommt man jeweils hier den linken raus. Und wir haben noch einen speziellen Block, so einen Schleimblock. Genau, der Schleimblock. Sieht aus, als ob so ein Slime drin wäre, aber es ist ein Block. Jo. Also ich fände es geil, wenn man beim Platzieren und Abschlagen hier noch so ein... schon so ein Netfurzgeräusch, aber so ein Schleimgeräusch hätte. warum hier Villager stehen? Das hat einen Grund, weil die nämlich auch verändert wurden. Nämlich die verkaufen jetzt nicht so random Shit, sondern hier steht zum Beispiel Librarian. Das ist also dieser Buchtyp, der wo in diesem Buchhaus steht in einer Stadt. Der verkauft jetzt speziell Buchsachen, zum Beispiel Papier oder ein verzaubertes Buch. Hier haben wir zum Beispiel den Lederworker verkauft. Worum geht es eigentlich? Er will Leder haben und dafür kriegt man Smaragd, ja. Und der baut dir dann so eine scheiß Hose zusammen. 9 Leder. Nur eine Hose. Ja, wow. Das ist ja auch ein Witz. Das ist ja eigentlich auch sehr groß eine Abzocke. Für 9 Leder könntest du ja auch die Hose so machen, ohne den Dreck hier. Wie ihr bereits hier unten sehen könnt, man konnte früher immer die Tür nur einzeln platzieren. Man kriegt jetzt aus einer Tür, die man craftet, also 6 Holzblöcke, kriegt man jetzt 3 Türen raus. Man kann die Dings jetzt beliebig auf 64 Stück stacken, was ziemlich geil ist. Und weil sonst haben sie einem immer nämlich das ganze Inventar vollgestopft, wenn hier laute Türen drin waren. Und das ist jetzt nämlich... So, was haben wir noch? Der Mosey Stone, also der hier, den Monsterstein, den kann man jetzt auch irgendwie craften. Ich vermute mal vielleicht, ich kann es jetzt nicht genau sagen, das ist eine Vermutung. Ich bin mir nicht sicher, wie das Rezept ist. Den kann man jetzt craften. Wie, weiß ich nur nicht, weil ich das Video gerade direkt nach dem Release aufnehme. Deswegen... habe ich noch keine Seite gefunden, wo das Rezept draufsteht und selber habe ich auch noch nicht danach geguckt. Steinziegel oder Bermusterstein? Bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, der ist gemeint. Moment, ich mache nochmal Tag kurz. Was auch geändert wurde, wie man hier verzaubern kann. Früher war hier nur der eine Slot und da ich jetzt ein Krea bin, habe ich eh unendliche Erfahrungspunkte, aber deswegen zeige ich es mal im Survival-Modus. Wop. Nicht Timeset 0, Game Mode 0. Und ich habe mir schon Level 26 gegeben, von daher geht es jetzt. So. Ich habe 26 Level und hier sind Level 2er und Level 5er. Ich kann trotzdem nicht enchanten, weil der will noch Lapis Lazuli haben zum Enchanten. Deswegen habe ich hier noch was dazu. Also, um jetzt enchanten zu können, braucht man noch irgendwelche Werkstoffe. Das kann Gold sein, das kann Lapis Lazuli sein, ich glaube, das kann auch die anderen Erzarten sein, aber in dem Fall ist es jetzt Lapis Lazuli und es ist hellgrau geworden, also so braun. So, jetzt zeigt es auch sogar noch an, da welcher Effekt drauf kommt. Effizienz 1, Fragezeichen. Sicher? Effizienz 1, ja. Okay. Gut. Also es zeigt jetzt auch noch an, was man bekommt. Ach übrigens, was ich vergessen habe, hier zeigt es die Namen jetzt an. Früher stand hier ja Villager oder Dorfbewohner nur dran. So, im Adventure-Modus kann man jetzt nicht mehr länger Blöcke zerstören. Ich glaube, 2 war es, ja. Man kann jetzt keine Blöcke mehr zerstören, wie Glas zum Beispiel oder sowas. Ah, jetzt habe ich kein Glas hier. Aber man kann gar nichts mehr zerstören.
Null. Nix. Dafür haben die das jetzt so gemacht, dass man es selber entscheiden kann. Also die Map-Ersteller können jetzt selber entscheiden, was abgebaut werden darf und mit welchem Werkzeug. Das heißt, die können hier auf zum Beispiel die Diamantspitzhacke, können sie jetzt einen Effekt drauf machen. Wie zum Beispiel, die Diamantspitzhacke darf Steinblöcke zerstören. Nur einer bestimmten Art. Oder sie dürfen nur solche Grasblöcke abschlagen. Aber mehr nicht. Man kann jetzt spezifisch auf ein Item sagen, was es abbauen darf und was nicht. Man kann jetzt, es gibt jetzt, beim Comment-Block gab es ja immer Add P, Add A war glaube ich Add All. Und jetzt gibt es noch Add E, was für Entity steht. Also Entities zum Beispiel ein Tier, Villager ist ja und gehört ja auch zu den, ein Mob meine ich damit, eine Chest ist, glaube ich, auch ein Entity. Halt, Entity jeder Art kann man jetzt damit bestimmen. Man kann jetzt zum Beispiel Add Entity machen und dann mit diesen NBT-Tags, da gab es ja immer diese eckige Klammer auf, Type, und dann kann man zum Beispiel Chicken, Skeleton, also je nach Entity-Art, das Sach reinschreiben. Es gibt jetzt ein Block-Data-Comment, wie ich hier auf dem zweiten Bildschirm lese. Block-Data. Okay, ich probiere mal das aus. 1 minus 1 und 1. Oh. Data Tag. Der Target Block ist not a Data Holder Block. Okay, ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Müsst ihr selber mal gucken, oder? Ja. Block Data. Ich denke, da kann man die Informationen zum Block rausfinden. Meine ich zumindest. Editor Lock String NPD Tag. Okay, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber wir können jetzt zum Beispiel hier diesen Add Entity Tag dazu benutzen, um jemand Bestimmtes zu killen. Sag mal zum Beispiel Kill Add Entity, eckige Klammer auf, Type. Und dann muss man, ist gleich Ausrufezeichen. Villager, ich hoffe, das geht. Villager. So. Okay, hat doch nicht funktioniert. Uff. Ja, das hat mich jetzt auch gekillt. Ja, leck mich. Okay, das hat... Killed Liberin. Item-Teil-Mushroom? Ist das auch neu, dass das hier dran steht? Item-Teil-Mushroom? Ist ein neues Tier? Item-Teil-Mushroom? Hä? Item-Teil-Mushroom? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert, weil die haben nämlich auch... zweimal hingeschrieben im Changelog, zweimal. Added Secret Feature. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das ist. Hat es jetzt vielleicht damit was zu tun oder fehlt da nur ein Name für irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Clear. Added an optional argument to clear for max item count. Used null to not actually delete anything. NBT Tag. Okay. Gut, keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber ich denke, das war's eigentlich so im Großen und Ganzen. Ich wette hundertprozentig, dass einige Sachen jetzt fehlen, die ich noch nicht wusste bis zu dem Zeitpunkt hier, wo ich es aufgenommen habe. Aber wenn es jetzt wirklich wichtige Sachen sind, würde ich dazu noch ein extra Video machen. Aber ich denke nicht, dass da noch wirklich extrem interessante Sachen dazukommen. Und wenn, dann kommt es im nächsten Snapshot-Review. Dann zeige ich es da nochmal klar und deutlich und ja... Ich denke, das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim nächsten Snapshot, weil jetzt ist es ja wieder soweit, dass wohl anscheinend regelmäßig Snapshots kommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal.